Hallo Leute, herzlich willkommen bei BizClips TV und herzlich willkommen hier am Wasser. Wir sind heute zum Döbelangeln unterwegs und ein absoluter Klassiker unter den Döbelködern, das ist dieser hier. Das ist die Hähnchenleber und die werden wir jetzt mal richtig schön pimpen. Hähnchenleber gibt es in verschiedenen Variationen im Supermarkt zu kaufen. Entweder so, wie ich es jetzt hier gemacht habe, tiefgefroren in einer Plastikschale oder natürlich auch frisch von der Theke. Ich greife gerne auf diese tiefgefrorene Variante zurück. Die friere ich mir zu Hause dann weiterhin einfach ein und kann so ganz spontan an einem Sonntagmorgen, wenn ich gerade Lust habe und das Wetter passt, zum Döbelangeln gehen. So, die Hähnchenleber ist jetzt also hier drin. Das sind 500 Gramm. Ich öffne die Packung jetzt einmal und ihr werdet feststellen, das ist eine ganz schöne Sauerei. In der Packung ist nämlich nicht nur Leber drin, da ist gleichzeitig auch noch eine ganze Menge Flüssigkeit, sprich Blut mit drin. Und die, das tropft natürlich, das riecht auch, wenn es ein bisschen wärmer wird. Und das wollen wir eigentlich nicht haben. Diese ganze Flüssigkeit, die gieße ich als allererstes in die Wiese. So, einmal abgießen alles. Und danach mache ich das ganz gerne so, dass ich die Hähnchenleber paniere. Und zudem noch ein bisschen verfeiner, indem ich da ein Liquid mit reingebe. Und das Panieren und das Verfeinern ist wirklich eine total simple Sache. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass man dadurch den einen oder anderen Fisch mehr fangen kann. So, jetzt habe ich erstmal die grobe Flüssigkeit abgegossen. Das Ganze sieht dann so aus. Und dann gebe ich das einfach in so eine Schale rein. Auch hier nochmal ganz kurz den Deckel. Einfach nur anlegen, den Rest abgießen. Ja, und dann geht's auch schon los. Zum Panieren verwende ich kein klassisches Paniermehl aus dem Supermarkt, sondern ich greife da auf Produkte zurück aus der Angelbranche und zwar auf ein Trockenfutter, was normalerweise von den Stippanglern verwendet wird und zwar immer in einer fischigen Variante, die passt wunderbar zu der Hähnchenleber oder auf ein Powder. Diese Powder, das sind einfach hochkonzentrierte Fischmehle und auch die könnt ihr genauso gut verwenden, wenn es darum geht, die Hähnchenleber zu panieren. Bevor ich die einsetze, kommt erstmal ein kleiner Schuss Dip mit in die Leber rein. Das sind dann meistens Dips aus der Karpfenangelei, auch die Dips, die fischig sind. Da kann man verschiedene nehmen, gibt es Dirty Devil, Wubby Dubby, Bloody Chicken, das sind alles Dips, die man wunderbar dafür einsetzen kann und da gebe ich mir einfach einen kleinen Schuss in die Hähnchenleber mit rein. Da braucht man gar nicht viel. In der großen Schale das Ganze einfach vermengen. Da kann man sich auch einfach hier vom Ufer mal so einen Stock abbrechen und das Ganze durchrühren. So. Und den nächsten Schritt könnt ihr einfach so ein Futter nehmen aus der Fiederangelei bzw. aus der Matchangelei. Da mache ich mir eine Tüte mit einer kleinen Ecke auf. Ich brauche nämlich gar nicht alles, da reicht oft eine kleine Menge. Und dann gebe ich mir einfach Futter in diese Hähnchenleber mit rein. Das sind jetzt so ungefähr 150 Gramm. Den Deckel drauf. Schütteln, das Ganze gut durchschütteln. Und ihr hört schon, die Flüssigkeit ist aufgenommen und das Ganze sieht dann hinterher so aus. Jetzt kann ich dann noch ein bisschen Futter beigeben oder ich demonstriere mal einfach hier dieses Powder. Das Powder kann ich genauso gut nehmen. Einfach einen Schuss drauf. Wie gesagt, viel brauche ich davon überhaupt nicht. Und dann wieder den Deckel drauf. Schütteln. Und schon bin ich fertig und die Leber ist paniert, die Flüssigkeit ist aufgenommen, unter Wasser werden die ganzen Mehle werden abgegeben von der Leber, treiben mit der Strömung runter. Das ist nochmal ein ganz guter Lockeffekt, wenn die Döbel ein paar Meter unterhalb stehen, dass ich die nochmal zum Hakenköder locken kann. Und das ist mein Köder, den ich einsetze zum Döbelangeln. Ja, so sieht's aus. Einfach und schnell gemacht. So wird aus einer ganz herkömmlichen Hähnchenleber aus dem Supermarkt ein super attraktiver Döbelköder. Wenn ihr loszieht, wenn ihr es ausprobiert, wünschen wir euch natürlich viel Spaß dabei und viele schöne Fische. Mhm.